Wir haben ja heute Schulanfang, Gottesdienst. Wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, dann gab es da doch immer wieder sehr viel auswendig zu lernen. Wenn es da mal geheißen hat, wo gibt es denn das meiste Erdölvorkommen auf unserer schönen Erde? Kannst du mir so die ersten 5 Länder sagen? Dann war das oft nicht ganz einfach für mich, das zu lernen. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich da weiterkommen? Und ich habe es dann mit Gedächtnisstützen versucht. Ich habe einfach so die 5 Anfangsbuchstaben dieser Länder genommen, habe die zu einem Wort zusammengefasst und habe versucht, das Wort halbwegs klingen zu lassen, dass ich mir das Wort merken kann. Und als ich dann gefragt wurde bei der Prüfung, habe ich mir das Wort vorgesagt und wusste so die ersten Anfangsbuchstaben und dann fielen mir die Länder nach der Reihe wieder ein. So ähnlich dürfte es auch beim Franzi in der Religionsstunde gewesen sein, denn als er gefragt wurde vom Religionslehrer, Franzi, sag mal, kannst du mir sagen, wer Gott ist? Dann sagt Franzi, der Löffel, Herr Lehrer, der Löffel. Dann sagt der Religionslehrer, ach Franz, das gibt's doch nicht. Schau, überleg doch mal. Jetzt weiß ich's, Herr Lehrer, das Nudelsieb, Herr Lehrer, das Nudelsieb. Sagt der Religionslehrer, Franz, Gott, das ist doch der Schöpfer. Sagt Franzi drauf, ich hab's gewusst, einer vom Küchengeschirr muss es sein. Ich möchte das Thema zu meiner Predigt heute einfach so überschreiben. Wissen und Weisheit. Wissen und Weisheit. Eine Frage. Wissen und Weisheit, ist das dasselbe oder nicht? Wissen und Weisheit, ist es dasselbe oder nicht? Muss jemand, der viel weiß, weise sein? Oder muss ein Weiser viel Wissen haben? Das sind doch interessante Fragen, oder? Wir feiern heute Schulanfang Gottesdienst. Was lernen wir denn da in der Schule? Dort wird uns doch hauptsächlich Wissen vermittelt, oder? Und wisst ihr, Wissen ist lebensnotwendig. Ja, Wissen ist lebensnotwendig. Das heißt, Wissen kann die Not im Leben wenden. Das ist uns doch allen klar, oder? Schaut mal, wenn ich zum Beispiel Hunger habe und ich weiß, wo es etwas zu essen gibt, dann kann dieses Wissen meine Not wenden. Oder wenn ich mich zum Beispiel verletzt habe und ich brauche einen Arzt und ich weiß, wo der nächste Arzt wohnt und wie ich hinkommen kann, dann kann dieses Wissen meine Not wenden. Also es ist wichtig, dass wir in der Schule in Geografie gut aufgepasst haben und gut gelernt haben, damit wir wissen, wie wir von einem Ort zum anderen gelangen können. Oder wenn ich in Geldnot bin und ich habe mir ein vielseitiges, fundiertes berufliches Wissen angeeignet, dann kann ich leichter einen besser bezahlten Arbeitsplatz bekommen als anders. Wissen kann Not wenden. Und in diesem Sinn ist Wissen wirklich lebensnotwendig. Es kann eine bestimmte Not im Leben abwenden, wenn dieses Wissen richtig eingesetzt wird. Nun eine Frage. Von welchen Menschen heißt es denn in der Bibel, dass sie ein großes Wissen hatten? Ich möchte einfach 2 Beispiele erwähnen jetzt. Ein Beispiel aus dem Alten Testament und ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Nun aus dem Alten Testament, da ist einmal Moses.
Von ihm wird uns berichtet, dass er am Hof des Pharao aufgewachsen ist und dass er in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet wurde. Apostelgeschichte 7, Vers 22 berichtet davon. Was heißt das? Das heißt, liebe Freunde und Geschwister, dem Moses wurde Wissen vermittelt. Und so lernte Moses sicher auch die religiöse und juristische Überlieferung des alten Orients kennen. In der Apostelgeschichte 7, Vers 22 steht, und Moses war gelehrt in aller Weisheit der Ägypter und war mächtig in Worten und Werken. Vielleicht hat er sich im diplomatischen Dienst Ägyptens ausgezeichnet. Wir wissen es nicht. Denn erst mit 40 Jahren stellte sich Moses klar auf die Seite seines hebräischen Volkes. Und nach weiteren 40 Jahren erst, Moses war circa 80 Jahre alt, sprach ihn Gott aus dem Dornbusch an und gab ihm den Auftrag, sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Moses also ein Mann, von dem es in der Bibel heißt, dass er ein großes Wissen hatte. Und im Neuen Testament? Wen könnten wir im Neuen Testament erwähnen? Denkt doch mal nach. Genau, ich glaube, wir sind uns einig. Paulus. Paulus. Denn Paulus selbst sagt in Apostelgeschichte 22, Vers 3, dass er eine gute, ja sogar eine sehr gute Schulbildung hatte. Er betont extra, und ich möchte es mal so frei übersetzen, er sagt, wisst ihr, ich habe bei dem großen, bekannten, gelehrten Gamaliel studiert. Wisst ihr, und das war etwas zu der damaligen Zeit. Nun, wer war dieser Gamaliel? Gamaliel, er war Pharisäer, Schriftgelehrter, ein Mitglied des Hohen Rates. Und zur Zeit Jesu stand er an der Spitze der gemäßigten theologischen Richtung unter den Pharisäern. Und diese gemäßigte theologische Richtung hat sein Großvater Hillel begründet. Und seine überragende Gelehrsamkeit und lautere Persönlichkeit verschafften ihm allgemein höchste Achtung. In seiner ganzen Haltung war er unpolitisch und zum Ausgleich geneigt. Das sehen wir ganz klar, als er im Hohen Rat aus Erfahrung, Vorsicht und Mäßigung von jedem scharfen Vorgehen gegen die Aposteln abriet. Ich möchte das einfach einmal vorlesen, weil es eine ganz interessante Begebenheit war. Wir lesen es in Apostelgeschichte 5, die Verse 34 bis 40. Apostelgeschichte 5, 34 bis 40. Da hatten die Pharisäer und die damalige religiöse Führung die Aposteln, die Jünger Jesu, gefangen genommen und haben gesagt, ihr dürft in den Namen Jesu Christi nicht mehr predigen. Ihr dürft diesen Namen nicht mehr erwähnen. Und die Aposteln sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und dann wurden so im Laufe dieses Gesprächs die Pharisäer immer aufgebrachter und zum Schluss wollten sie töten. Und dann heißt es hier in Vers 34, da stand aber auf im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter, in Ehren gehalten von allem Volk, und hieß die Apostel ein wenig hinaustun und sprach, ihr Männer von Israel, sehet euch vor mit diesen Menschen, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand auf ein Teudas und gab vor, er wäre etwas, und hingen ihm an eine Zahl Männer bei 400. Der ist erschlagen, und alle, die ihm zufielen, sind zerstreut und zunichte geworden. Danach stand auf Judas aus Galiläa in den Tagen der Schätzung und machte viel Volks abfällig ihm nach. Und der ist auch umgekommen, und alle, die ihm zufielen, sind zerstreut. Und nun sage ich euch,
Lasset ab von diesen Menschen und lasset sie gehen. Ist der Rat oder das Werk aus den Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber aus Gott, so könnt ihr sie nicht hindern, auf dass ihr nicht erfunden werdet als solche, die wider Gott streiten wollen. Da fielen sie ihm zu und riefen die Aposteln, ließen sie schlagen und geboten ihnen, sie sollten nicht reden in den Namen Jesu und ließen sie gehen. Ein weiser Tipp, ein weiser Rat des Gamaliel. Übrigens, auch der Enkel des Gamaliel hieß Gamaliel. Und auch er stand als Rabbi in einem hohen Ansehen. Man nennt ihn Gamaliel den Zweiten. Also Paulus hat bei Gamaliel studiert und ich denke, dass er sehr, sehr viel bei ihm gelernt hat. Heute würden wir sagen, Paulus, ein gescheiter und gebildeter Mann. Boah, da kann man noch etwas sehen, etwas lernen. Nun, die Bibel zeigt uns immer wieder Menschen, die so ein umfangreiches Wissen hatten. Und sie zeigt uns auch, wie Gott diese Menschen beruft hat, gebraucht, eingesetzt und gesegnet hat. Menschen also, die ein großes Wissen hatten. Nun, die Bibel kennt aber auch eine Reihe von Menschen, die sehr weise waren. Die Weisheit, von der im Alten Testament die Rede ist, schließt handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten mit ein. Weisheit im Alten Testament bedeutet so viel wie geschickt, geübt oder kunstfertig. So werden zum Beispiel die Hersteller der Priestergewänder, die ja besonders kunstfertig gemacht wurden, und die Werkmeister der Stiftshütte als besonders weise gerühmt. Wer mitschreibt oder das einmal nachlesen will, der kann das gerne tun. Wir lesen es im zweiten Buch Mose, Kapitel 28, Vers 3 und Kapitel 31, die Verse 1 bis 11. Im Kapitel 31, Vers 1 bis 11, klingt das ganz interessant durch. Da sagt Gott einige Male, ich habe ihnen die Weisheit gegeben, die Stiftshütte kunstfertig, schön, praktisch, in diese Richtung gehen diese Aussagen, zu gestalten. Weisheit, geschickt, geübt, kunstfertig. Nun, die jüdische Tradition nennt von den Weisen des Alten Testaments besonders häufig drei Männer. Wer waren diese drei Männer? Salomon? Wer? Nein. Ja. Salomon, Josef und Daniel. Salomon wegen seiner Rechtsprechung, seiner Spruchdichtung und seines Tempelbaues, 1. Könige 3,28 und Kapitel 5, Vers 9 bis 14. Josef aufgrund seiner Traumdeutung für den Pharao, 1. Mose 41, Vers 39. Und Daniel auch wegen seiner Traumdeutung für den König Nebukadnezar, Daniel 2, Vers 48. Aber nun eine Frage. Kann das Wissen und die Weisheit gleichgesetzt werden? Ist das dasselbe? Was ist denn Wissen? Und was ist die Weisheit? Nun, die Sprachwissenschaft erklärt uns, dass das Wort Wissen eigentlich von der Wurzel her sehen oder besser gesagt gesehen haben bedeutet. Das heißt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dass es so funktioniert, also weiß ich es. Oder ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie das passiert ist, also weiß ich es.
Oder ich habe es in meinem Gedanken, ich sage mal, durchgespielt und gesehen, erkannt, dass es so richtig ist. Also weiß ich es. Wissen hat etwas zu tun mit dem Sehen und mit der eigenen Erfahrung. Und wie ist es bei der Weisheit? Wilhelm Busch hat etwas gesagt, was mir beeindruckt hat. Er hat gesagt, dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie. Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie. Das sagt doch sehr viel aus, oder? Nun, das Wort Weisheit hat eine ähnliche Wurzel wie das Wort Wissen. Aber es hat einen etwas weiteren Sprachgebrauch. Im Herkunftswörterbuch steht dazu Weisheit, einsichtsvolle Klugheit. Was heißt das? Einsichtsvolle Klugheit. Das heißt, der Weise vermag sein Wissen klug einzusetzen. Mir gefällt das manchmal, so den mit den Worten zu spielen und das herauszufinden und herauszusuchen, was sagt denn das Wort wirklich aus? Sei es jetzt im Urtext oder sei es auch im Deutschen, das ist ganz interessant. Einsichtsvolle Klugheit heißt Wissen klug einsetzen. Das ist eine tolle Sache, oder? Jeder von uns will sein Wissen klug einsetzen. Keiner will sein Wissen dumm einsetzen, oder? Spurgeon hat es einmal so formuliert. Weisheit ist der rechte Gebrauch des Wissens. Weisheit ist der rechte Gebrauch des Wissens. Und nun heißt es aber in der Bibel, dass Gott die Weisheit der Menschen zunichte macht, weil sie in seinen Augen Torheit ist. Das ist wie ein Hammer auf die menschliche Intelligenz. Wie sollen wir denn das verstehen? Die menschliche Weisheit, Torheit in Gottes Augen. Ich möchte euch diese Stelle einmal vorlesen. 1. Korinther 1, die Verse 19 bis 20. Denn es steht geschrieben, Jesaja 29, Vers 14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Wie sollen wir denn das verstehen? Wisst ihr, ich denke, der Mensch ohne Gott steht in Gefahr, seine eigene Weisheit selbstherrlich zu überschätzen. Der Mensch ohne Gott steht in der Gefahr, seine eigene Weisheit selbstherrlich zu überschätzen. In Jeremia Kapitel 8, Vers 9, ich zitiere heute bewusst sehr viele Bibelstellen, ihr könnt sie dann zu Hause nachlesen. In Jeremia Kapitel 8, Vers 9 heißt es, was können die Weisen Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Liebe Freunde und Geschwister, nur Gott allein ist ja im eigentlichen Sinn Weise. Nur Gott allein. Und Gott ist total anders wie du und ich, wie wir. Gott ist total anders wie wir Menschen. Auch in seiner Weisheit. Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Da spricht Gott persönlich. Er sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken.
Gott ist anders wie wir. Gottes Weisheit zeigt sich im Wunderwerk seiner Schöpfung. Sprüche 3, Vers 19. Sprüche 3, Vers 19. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Im Psalm 104, Vers 24 heißt es: Herr, sind deine Werke so groß und viel, du hast sie alle weise geordnet. Wisst ihr, aber vor allem zeigt sich Gottes Weisheit in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Versucht mal, alle Stellen im Neuen Testament rauszufinden, wo im Zusammenhang mit Jesus über Weisheit gesprochen wird. Ihr werdet staunen. Schon in der Jugend war Jesus mit göttlicher Weisheit und Gnade ausgerüstet. Lukas 2, Vers 40. Aber das Kind wuchs und ward stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Und das Wirken Jesu, das erweckte immer wieder die Frage bei den Menschen, die das gesehen haben: Woher hat denn Jesus diese Weisheit und diese Vollmacht? Zum Beispiel Matthäus 13, 53 bis 54. Aber wenn wir unsere Bibel gut kennen, dann wissen wir, dass bereits im Alten Testament von der Weisheit wie von einer Person gesprochen wird. Und das ist erst interessant. Nur ein Beispiel. Sprüche 8. In Sprüche 8 wird sehr viel von der Weisheit geredet. Sprüche 8, Vers 12. Ich zitiere nur einige Verse. Sprüche 8, Vers 12. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. Oder die Verse 22 und 23. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Gott hatte die Weisheit von Anfang an. Oder 35 bis 36. Eine ganz wichtige Stelle, die wir nie überhören sollten. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer aber mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ich glaube, eine Stelle, über die man lange und tief nachdenken könnte und sollte. Interessante Aussagen. Die Weisheit bereits im Alten Testament als Person. Und im Neuen Testament? Im Neuen Testament, liebe Freunde und Geschwister, wird uns gezeigt, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, die verkörperte Weisheit Gottes ist. Nur eine Stelle, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 24. Denn weil denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Liebe Geschwister, Jesus ist die göttliche Weisheit. Kolosserbrief, Kapitel 3, Kapitel 2, Vers 3 heißt es: In Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Nun, wir haben gesagt, ein Weiser vermag sein Wissen klug einzusetzen. Das wollen wir alle, so denke ich. Wir wollen unser Wissen klug einsetzen. Aber jetzt ist die Frage, wie kommt man denn zu dieser Weisheit?
nicht zu irgendeiner menschlichen Weisheit, die dann einmal wieder widerlegt wird oder die sowieso mit dem Tod vorbei ist, sondern wie kommt man zu dieser göttlichen Weisheit, die auch in den Augen Gottes hält und Bestand hat? Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sprüche 9, Vers 10. Das heißt, die göttliche Weisheit ist verbunden mit der Person Gottes. Und Jakobus 1, Vers 5 wird hier etwas deutlicher. Jakobus, Kapitel 1, Vers 5. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden. Wenn jemanden von euch Weisheit mangelt, der bitte Gott. Ich stelle etwas fest in meinen Gebeten. Wenn ich in ein Problem komme, dann sage ich sehr häufig, Herr, hilf mir. Es ist richtig. Oder Herr, löse du mein Problem. Aber wenn ich in ein Problem komme, dann ist es oft so, dass mir Weisheit mangelt. Und ich denke, es tut uns gut zu sagen, Herr, gib mir die Weisheit, die Klugheit, deine Weisheit, aus diesem Problem rauszukommen, mit deiner Hilfe. Das verschafft Ruhe. Das verschafft Überblick. Das verschafft Geborgenheit durch Gottes Reden. Liebe Freunde und Geschwister, Gott schenkt seine Weisheit allen, die ihn darum bitten. Wisst ihr? Und je inniger und je intensiver unsere Beziehung zu Jesus Christus ist, umso mehr vermag er uns im richtigen und entscheidenden Moment seine weisen Gedanken zu vermitteln. Das ist ganz, ganz wichtig. Je inniger und je intensiver unsere Beziehung zu Jesus Christus ist, umso mehr vermag er uns im rechten Augenblick die richtigen, entscheidenden und weisen Gedanken zu vermitteln. Nun, wie geht das bei den Kindern in der Schule? Bei Kindern wächst das Wissen durch das regelmäßige zur Schule gehen und durch das regelmäßige Lernen. Wenn man einmal fehlt in der Schule, dann fällt es nicht auf. Man war nicht da. Wenn man öfter fehlt, wird das Wissen benachteiligt sein. Wenn man nie zur Schule geht, wird man nicht viel wissen. Das Wissen, das man so in der Schule lernt, das geht ganz langsam. Oft merkt man es gar nicht. Es geht Stück für Stück. Und auch als Erwachsene müssen wir immer wieder dranbleiben. Gerade im Berufsleben, wir müssen immer wieder lernen. Durch regelmäßige Kurse, durch Fortbildungsveranstaltungen. Und unser Wissen wächst Stück für Stück. Wisst ihr, und so wie das mit dem Wissen ist, so ist es auch mit der Weisheit. Dranbleiben heißt es da auch. Dranbleiben. Und wo? Dranbleiben an Jesus Christus. Das ist das Entscheidende und das Wichtigste, um in der Weisheit zu wachsen. Er ist ja unser Weisheitslehrer. Er ist ja die Weisheit in Person, wie es uns die Bibel versucht zu erklären. Nun, was bedeutet das? An Jesus dranbleiben? Ich denke, es wissen fast alle. Aber es ist gut, wenn wir uns es täglich in Erinnerung rufen. Ich möchte drei Punkte erwähnen. Tägliches Gespräch mit Jesus. Wir dürfen mit unserem Weisheitslehrer reden, einen Gedankenaustausch haben. Wie geht es dir dabei?
An Jesus dranbleiben, das bedeutet tägliches Lesen an seinem Wort. Wie geht es dir damit? Es tut weh, wenn man als Ältester, ich sage es mal so, ein Gemeindemitglied ermutigen muss, schon fast bitten muss, ja betteln muss, seine Bibel doch in den Urlaub mitzunehmen. An Jesus dranbleiben heißt aber auch, täglicher Gehorsam zu üben. Das heißt, auf Deutsch gesagt, kurz gesagt, seine Hausaufgaben zu machen. Denn erst durch die Hausaufgaben lernen die Kinder ja oft. Und auch wir als Christen. Eine Frage: Warst du letzte Woche im Unterricht bei Jesus Christus oder hast du etwas Wichtigeres vorgehabt? Darf ich dich fragen, was hast du denn im Unterricht bei Jesus Christus vergangene Woche gelernt? Denk doch jetzt mal darüber nach. Wenn wir die Kinder in der Schule fragen, können die uns das sagen, was sie letzte Woche gehört haben, welche Aufgaben sie hatten. Franz Silbermeier lacht. Nicht, können sie nicht. Ich denke, dass Kinder schon wissen, was sie in der Schule gehört und gelernt haben. Weißt du, was Jesus dir letzte Woche beigebracht hat? Kannst du es in eigenen Worten zusammenfassen? Vorsicht, wenn du es nicht kannst, dann musst du deine Beziehung zu Jesus Christus ganz neu überdenken. Hast du die Hausaufgaben bereits erledigt, die dir der Herr aufgegeben hat letzte Woche, oder ist da noch etwas, was du zu erledigen hast? Vielleicht musst du zu einem Bruder hingehen, dich entschuldigen oder etwas klarstellen im Betrieb oder in der Schule, in deinem Beruf. Ich möchte dich heute im Namen Jesu ganz neu ermutigen. Versäume diesen Unterricht in der Schule des Herrn nicht und mache gehorsam deine Hausaufgaben. Weißt du, das ist ganz, ganz wichtig für dich und auch für uns alle, für die ganze Gemeinde. Ich möchte zum Schluss noch Jakobus 3, die Verse 13 bis 18 lesen. Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Wer ist weise und klug unter euch, der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit? Habt ihr aber bitteren Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmet euch nicht und lüget nicht wieder die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und allerlei böses Ding. Die Weisheit aber von oben her ist aufs Erste lauter, danach friedsam, gelinde, lässt sich etwas sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die Frieden halten. Ist in dir Unruhe? So unter der Woche? Oder hast du Frieden, Geborgenheit in dir? Wenn du Unruhe hast, dann lass dir von Gott zeigen, was es ist in deinem Leben, wo du seine Weisheit, seine Hilfe brauchst und wie es hier heißt, Frieden zu bekommen. Liebe Geschwister, ich wünsche uns allen, dass wir durch die innige und feste Gemeinschaft mit Jesus Christus unser Wissen weise einsetzen können. Amen.